Das ist mein Künstlersynonym, den ich hier abgebildet habe, auf den Zug. Aufgrund von dem Thema IRC war es mir wichtig, dass ich so die grundlegenden, also die Grundbasis von Graffiti repräsentiere. Also ich komme halt auch aus diesem traditionellen Graffiti, was mich auch halt geprägt hat. Und die Bilder von damals, die mich auch veranlasst haben, auch selber Teil von dieser Szene zu werden, habe ich sie als Hommage hier abgebildet, indem ich von 6 ausgewählten Bildern, teilweise Lieblingsbilder aus meiner Kindheit, so jeweils den Buchstaben rausgezogen habe und den 1:1 kollagiert habe zu meinem eigenen. Natürlich Chin sowieso. Er ist da brauchen wir gar nicht drüber reden, er hat halt Dortmund übernommen, im Alleingang quasi. Natürlich Shark, Mason und auch Cider sind hier vertreten. Ich glaube mit 17 oder so habe ich mein erstes Bild gemalt. Richtig mit Dose. Vorher habe ich nur gesketcht und dann mit 18 bin ich irgendwie das erste Mal rausgegangen. Quasi ab dem Moment, wo ich dann so angefangen habe rauszugehen, habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja komm, wenn man irgendwie Graffiti sprüht, muss man mal irgendwie alle Säulen dieses Spektrums abwickeln. Und dann muss man halt auch mal einen Zug anmalen. Und dieses ganze Drum und Dran hat mich irgendwie so geflasht, dass ich irgendwie mega motiviert war, irgendwie immer mehr und immer mehr und immer mehr zu machen. Ich habe halt gezeigt, dass heutzutage noch quasi sehr viel machbar ist, wo irgendwie vieles hier in Dortmund schon tot geglaubt war. Und mit der Masse der Bilder und der Qualität, die ich abgeliefert habe, habe ich auf jeden Fall mir dann in heutigen Zeiten, glaube ich, schon einen sehr großen Namen gemacht. Und das hat mich dann auch nochmal extrem motiviert, weiterzumachen halt, ne? Wenn ich merke, das Ding verrottet nur und es ist viel zu schade, dass es irgendwo in einem Keller rumliegt, will ich das vielleicht irgendwie zur Verfügung stellen, mal irgendwann für, was weiß ich, irgendeine Jugendeinrichtung oder so, dass sie sich das da hingehen können. Weil im Endeffekt ist es ja auch nicht verkehrt, irgendwie Jugendlichen da mal irgendwie ein bisschen mehr sowas näher zu bringen. Und dann hättest du da auch irgendwie dementsprechend auch ein gutes Zuhause gefunden.